Episode 1 Faith. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Wolf Among Us. Der böse, böse Wolf ist immer wieder am Start in den Woodland Luxury Apartments in Fable Town. Juhu! So, ich habe noch mal ein bisschen mehr Sachen in Erfahrung und Sachen in Erfahrung bringen können. Und zwar spielt das Ganze scheinbar irgendwie in New York ab und wir sind hier so der böse, böse Wolf und Sheriff in einem Abschnitt oder Stadtteil oder wie auch immer genannt, Fable Town. Fable Town wurden halt die ganzen Märchenfiguren, die im Exil leben, wie beispielsweise der böse, böse, böse Wolf oder der Holzfäller, den wir letztes Mal auf die Fresse gegeben haben. Da haben mir einige in den Kommentaren geschrieben, dass der Holzfäller scheinbar damals den bösen Wolf kaputt gemacht hat. Ich habe mal meiner Oma so viele Märchen erzählt bekommen, aber daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. So, was haben wir denn da? Hier, die Woodland Luxury Apartments. Luxury Apartments. Wish they wouldn't advertise that. Ja. Wunderschön. So, gehen wir mal hier durch ein Türchen durch. Fables created by Bill Willingham. Klong macht das Tor. Wir haben ja noch jetzt, im Gegensatz zu The Walking Dead auf jeden Fall ein Inventar. Wir haben ja noch in der letzten Folge schon diese Streichhölzer aufgenommen. Mal gucken, ob uns irgendwas Schönes bringt. Snow can sometimes be a disciplinarian. Snow? Stay off the grass! Snow? Wer ist denn Snow? Da ist doch die Katze von den Simpsons. Wer ist das denn? Hab dich gesehen. Komm raus. Come on out. Los. Alright, alright. Beauty. Na, wer bist du denn? I wasn't expecting anyone. You're pretty late. Warum hast du dich versteckt? Why'd you hide when I walked up? Well, I didn't know who it was. You can't be too careful these days. No, you can't. Damn it, I'm late. Wer ist das denn? Keine Ahnung. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is, and ach nein! Just make my life a lot easier. Just das ist. Please. Das ist die Schöne, die Schöne und das Biest. Promise. Thank you, Bigby. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Aha. Aha. Dem Biest sollen wir also nichts erzählen. Thank you for trusting me. Really, I appreciate it. Bigby. Oho, oho, oho. Was heckt denn da das blonde Flittchen aus? Hm? Hä? Hm? Nee, 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 nee. So, wo ist denn das Biest? Erstmal direkt verpetzen. Nein, das tun wir natürlich nicht. Wir haben ja versprochen, dass wir nicht erzählen, dass die Schöne... Heißt die dann auch die Schöne? Die Schöne im Gras war. Ja. Der ist ja mal hart am Ratzen. Was haben wir denn hier Feines? Die Briefkästen, den Tisch und eine Suit of Armor, also eine Rüstung oder was auch immer. Gucken wir erstmal uns das, den Schreibtisch an. Ja. Der hat ein paar Haare in der Nase. Was ist denn da hinten? Gucken wir erstmal uns das an. Briefkasten. Haben wir da Post? Been a while since I got any mail. Ja, aber mach mal offen hier. 204, wohnen wir hier, oder was? Seventh day in a row. Na, kriegen wir keine Post. Weißt du, das mache ich auch immer so. Und niemals ist da Post in meinem Briefkasten. Außer Rechnung. So, aber das Chat hier. Ah, guck mal, können wir gucken, wer da wohnt. Beast. Mr. and Mrs. Beast. Warte, wen haben wir denn dann noch?
Kennen wir da jemanden? Kenne ich da jemanden? Irgendwie nicht. Nur Beast. Doch da. Vielleicht... Ach, Snow White. Vielleicht das. Ich bin mir nicht sicher. Sonst... Storage? S.White? B.Beard? Blackbeard? Vielleicht? Keine Ahnung. Sehen die als Märchen? B. Blue? Ich kenne nur Jimmy Blue, aber der... J. Homer? Das heißt Homer J. Lol, ist das eine Verarschung? Da 304? Naja. Oh, da liegt was. Bixby Name Tag. Oh, warum ist der abgefallen? Mach den mal drauf. Ja, kann ich das hier nicht jetzt hochnehmen? Ah, guck an. Ja, so. Kleben wir das mal wieder fest. B-Wolf. How much longer is this gonna go on? Ja, super. Vielleicht solltest du da mal Kleber benutzen oder so. Oder ein bisschen Spucke. So. Haben wir hier noch mehr? Ah, das sieht echt hübsch. Also ich finde, es sieht echt hübsch aus, dieses Bunte. Das Buntere dann aber auch irgendwie wieder düstere teilweise. Also, boah. Ich find's cool. So. Steh mal auf, du Stück. Hey. Was ein Pförtner. You awake? Grimble. Komm. Probably for the best. So, gucken wir uns die an. Flycatcher needs to dust this guy. Weißt du was? Wir schmeißen die jetzt mal um. Vielleicht geht das ja. Dann wird der bestimmt wach und sauer. Ja, also das nenne ich mal Pförtner extra, der Extra-Klasse. Du bist ja ein tolles Tier. Ha, Tier. Ja, ab nach oben, ne? Ha, jetzt muss er erstmal warten, bis dieser Kack-Fahrstuhl kommt. Ach, guck mal an. Was hübsch. Bewegt sich das noch? Ja, das sieht aber auch hier böse aus. Ha. So, dann mal rein in die gute Stube. Oh, wer kommt denn da runter? Bigby, hey, wait up. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Aha, du bist das Biest? So, nein. Have you? Nope, haven't seen her. Oh, okay. Sorry to bother you. Damn it. Something's going on. Hm. Was geht denn da vor? Die Schöne und das Biest. Oh Mann, ey. Einer der schwulsten Disney-Filme, die ich je gesehen habe. Fand ich mega kacke. Da fand ich schon Aladdin ein bisschen cooler. Oh Mann. So, hier, Raum 204. Also mal rein in die gute Stube. Was verdient man denn so? Big Base Apartment. Fable Town. Ja. Also, damn. Telefon. Should have cracked a window. Aber wohnt der direkt gegenüber von dem Puff? Also als Märchenfigur scheint man ja nicht so viel zu verdienen. Als würde man ja doch deutlich hübscher wohnen können in New York. Okay. So. Sehr gut. Ich kann jetzt leider nicht. Tut mir leid. Aber wir machen kurze Pause. Wunderschöne Wassermelonen. Nein, natürlich nicht. Die Pause ist vorbei. So. Kurzes Telefon war ein wenig wichtig. So. Wir sitzen jetzt hier immer noch in der Küche und öffnen mal den Kühlschrank. Huffpuff. Huffpuff, was ist denn Huffpuff? Und was ist nochmal hier drin im Freezer? Das ist natürlich auch mal wichtig, schön Pizza und so. Wow. Damn it. Vielleicht solltest du die mal mit Wasser füllen, du Stück. Mein Gott, mach doch mal hier Wasser rein. Ohne Scheiß. Dumme Nuss.
So, da haben wir einen schönen Ordner. Ach, guck mal, Essen. Yum, 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 yum. I don't remember ordering that. Probably a bad sign. lecker. Also so sieht bei mir die Bude auch ungefähr aus. Ihr seht halt immer auch nur mal, ich schneide auch immer schön die Webcam zurecht. Lol, was ist das denn? Ein Schwein? Okay, ich bleib erstmal hier. Bisschen hier Spannung. Bluebeard's file. Bluebeard? Wer ist denn Blaubart? Never trusted this guy. Wer zur Hölle ist denn Bluebeard? Blaubart? Hab ich ja noch nie gehört. Okay, keine Ahnung. Ein Ventilator. At least this still works. Wow, selbst der, er funktioniert auf jeden Fall. Den können wir auch jetzt anmachen. Was haben wir hier? Aha, das Abendessen. Colin! Not again. Wieso schläft er denn? Colin, aufstehen. Hey, Colin, get up. Ach, fick dich doch hier anschubsen. Oh, hey, Big B. I'm in your chair, huh? Come on, I'm tired. Ich bin müde. I'm tired, Colin. It's been a long day. Ach, das arme Schweinchen. Ist das ein Schoßhund oder was? Schoßschwein? Guckt aber sauer. Got a smoke? Will er auch eine? Ein rauchendes Schwein. Sehr schön. Oh ja. Thanks. Wie kann er denn die... Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has gotta stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Bigby. You don't know what it's like, okay? You haven't Nein. been there. Don't be a pain in the ass. I'll tell you what I told Toad. And what's that? You're putting all of Fabletown at risk. Lectured by the big bad wolf. He must have loved that. That for me? Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes. It also would have shown everyone how different you are now. I just want some rest. Ich will mich ein bisschen ausruhen. That was all you were saying, I'd be able to get some rest. I take it all back. This is why everyone hates you. No. Toll. Everyone hates me? So, everyone hates me. Nah, I'm just giving you shit. I'm doing my best here. Clearly that is not true, what with the selfishness with the bourbon. But, hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. Can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Ja gut. Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mundies. I was doing my job, believe it or not. Your job is to beat the shit out of fables? Sometimes I take them to the farm. Fuck you. Die Farm ist wohl was Böses. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad.
Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone. Name one. Beauty. Beauty. Oh, yeah? Yeah. I told her I'd lie for her. Right. Yeah. That's real nice of you. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make sense. Just give me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in 2 days. I went out a second-story window, and I want to get in 2 seconds of shut-eye before I... Look, if I give you this, will you let me sleep? Yeah, yeah, all right. Probably. Sehr schön. Ja, dann nimm da mal den Drink. Halt die Fresse, Colin. Bist du das Strohschwein, das Lehmschwein oder das Steinschwein? Ah, ne, Holzschwein. Thanks, Bigby. Nicht Lehm. Ein Whisky trinkendes Schwein. Schön. Oh Mann. Supergeile Charaktere auf jeden Fall hier.